Herzlich willkommen zum achten Wochenimpuls Kontemplation und Mystik. Im Januar ging es in den Impuls um das Schweigen. Der Februar hatte Sitzen zum Thema. Für den heutigen Impuls habe ich einen Text ausgewählt mit dem Titel Sitzen gegen große Verwirrung. Ein Bruder fragte einen Alten, was soll ich tun, Vater? Ich vermag mich nicht mehr meinem Mönchswerk zu widmen, sondern ich bin in allem nachlässig, beim Essen, Trinken und Schlafen und auch bezüglich schändlicher Gedanken. So bin ich in großer Verwirrung und gehe einmal dieser Sache, dann wieder jener nach, folge einmal diesen Gedanken, einmal jenen. Da sagte der Alte, setz dich in dein Kilion und tue das Wenige, was du ohne Verwirrung vermagst. Ich meine, das Wenige, das du gerade zu tun vermagst, entspricht dem großen Werk des Abbas Antonius auf dem Berg. Ich vertraue darauf, dass, wer in Gottes Namen im Kilion sitzt und über sein Gewissen wacht, sich schon dort befindet, wo auch Antonius ist. Wie immer, 2 Minuten zum Nachforschen, was diese Geschichte in euch auslöst. Der Bericht des Bruders über seine Verfassung zeugt von Zerstreutheit, von mangelnder Konzentration, von mangelnder Tagesstruktur. Der Alte greift es auf und rät, der Bruder möge sich doch darauf besinnen, was er gerade ohne Verwirrung zu tun vermag, und so in das Jetzt zu kommen. Die Verwirrung, die Zerstreutheit bändigen, indem ich das tue, was zu tun ist, was zu tun möglich ist und was der Augenblick erfordert, den Umständen gemäß handeln. Und das kann je nach Grad der Verwirrung sehr begrenzt sein. Der Begriff Verwirrung kann ja vieles bedeuten. Da klingt Durcheinander, Mangel an Struktur, Verunsicherung und Irritation, Leiden an. Ich kenne Phasen, in denen mich ein Gefühl von Angst begleitet. Es ist ein altes Gefühl, das ich auch biografisch verorten kann. Durch einen Trigger wird es immer mal wieder aktiviert. Es ist quälend, solange ich mich damit identifiziere. Also solange die Angst mich im Griff hat. Die Gefahr ist in solchen Lebensphasen groß, in einer Unbewusstheit dem gegenüber, was mich hält und die Angst aushalten lässt, abzusaufen, zu erstarren, in Panik zu geraten oder die Angst zu verdrängen durch Fressanfälle oder unüberlegtes Konsumieren.
Tun, was zu tun ist, was zu tun möglich ist, wirkt dann wie ein Abfedern des Angstgefühls, macht es weniger bedrohlich. Die Angst ist da und es gibt die Möglichkeit, sie ein Stück weit zu integrieren, ihr einen Platz einzuräumen in all dem, was mich sonst noch ausmacht. Da hilft Vertrauen, eine Entschiedenheit für eine klare Tagesstruktur, sitzen, möglichst immer zur gleichen Zeit, mich des Getragenseins vergewissern, bewusst zu atmen, immer wieder zurückzukommen in den Augenblick. Doch auch alltägliche Aufgaben wie Putzen, Geschirr, Spülen, Wäsche waschen, all das, was halt meinen Alltag ausmacht, helfen, im Jetzt anzukommen und zu bleiben, in Achtsamkeit zu sein, die Verwirrung, die Unsicherheit gleichsam zu umhüllen mit der Sicherheit in diesem alltäglichen Tun. Und es geht darum, nicht zu vergleichen. Auf dem Berg sein bedeutet in diesem Zusammenhang, die Verwirrung als Aufgabe angenommen zu haben, die Grenzen geweitet zu haben, den Blick geweitet zu haben, Zusammenhänge zu erkennen, aus Ressourcen zu schöpfen. Ich mag diesen kleinen Text von Franz von Sales sehr. Wenn dein Herz wandert oder leidet, bringe es behutsam an seinen Platz zurück und versetze es sanft in die Gegenwart Gottes. Und selbst dann, wenn du nichts getan hast in deinem Leben, außer dein Herz zurückzubringen und wieder in die Gegenwart Gottes zu versetzen, obwohl es jedes Mal wieder fortlief, nachdem du es zurückgeholt hattest, dann hast du dein Leben wohl erfüllt. Die Gegenwart Gottes, diese allumfassende Präsenz, in der alles sein darf, in der alles geborgen ist.